Willkommen bei Peakformance. Hier ist der Christian und der Sascha. Und was wir heute machen werden, wir gehen heute mal das geilste EMS der Stadt in Leipzig durch. Ja, und zwar, ihr werdet sehen, wie ein traditionelles EMS gemacht wird. Das machen wir hier. Und dann gehen wir drüben hin in den großen Raum und machen das neue, das viel, viel coolere EMS. Ja, also freut euch drauf. Also, was ist denn eigentlich EMS? EMS steht für Elektromyostimulation, also Elektromuskelstimulation. Das ist das, was es auch macht und das, was ihr eigentlich auch aus der Physiotherapie kennt. Im Prinzip geht es darum, dass von außen ja ein Strom geleitet wird an den Muskel und dieser Muskel dadurch bearbeitet wird, beziehungsweise arbeitet, also kontrahiert und dadurch natürlich die Fähigkeit des Muskels für die Kontraktion erhöht wird. Das ist das Grundprinzip von EMS. Okay, gut. So, Jungs, ein bisschen bewegen, Arme fest und schön in die Kniebeuge, komm. Ja, genau. Und runter. Nur den Impuls. So, jetzt machen wir, jetzt komm. Ja, Arme. Anspannen. Genau, so. Ja, du bist da sehr, sehr widerstandsfähig. Wie machen wir Arme ein bisschen weniger? Das ist schon sehr, 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 sehr hoch. Ich drehe jetzt zum Beispiel bei ihm genau den Brustbereich ein bisschen hoch, ja, weil wir die einzelnen Bereiche steuern können. Egal, ob das Brust ist, der Bauch, die drei Rückenbereiche, beziehungsweise auch zum Beispiel die Arme, Vorderseite oder Rückseite, je nachdem, was wir wollen. Genauso wie Oberschenkel, Vorderseite und Rückseite können wir alles einzeln einsteuern. Und nicht vergessen, Gesäß natürlich auch, beim Mann wichtig. Ja. Ja, dass das alles auch gemacht wird. Genau. So, jetzt gehen wir Bizeps. Arme schön gestreckt, anspannen vor dem Impuls, um den Impuls hoch und schön strecken, damit wir auch ein bisschen vom Trizeps was haben. Genau, das Wichtige ist trotzdem die Spannung zu halten. Also niemals zu entspannen, sondern Spannung. Genau. Bizeps, ja? Ja. Also sehr, sehr hohe Schwelle. Also was man natürlich auch wissen muss, ist zum Beispiel, jeder reagiert unterschiedlich. Also ihr reagiert, obwohl jetzt wir gleich angefangen haben, komplett unterschiedlich auf den Sport. Deswegen sind zum Beispiel Vergleiche zu sagen, oh guck mal, ich bin bei 35, du bist bei 12, sagen nichts aus über dich. Gar nichts. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, einfach mal die Reizfähigkeit bzw. die Reizleitung ist komplett unterschiedlich bei allen Personen. Das Schöne ist ja, wir haben jetzt das mobile Gerät hier zur Verfügung und können natürlich überall trainieren. Also Jungs, erstmal nur anspannen wieder. Ja, genau, mach mal nicht deine. Okay, so, ich drehe jetzt hoch wieder. Mach dir keine Sorgen, kommt gleich. Okay, so Jungs, so, jetzt haben wir das soweit eingestellt. Jetzt, Christian, bitte auch mal zum TX. Ja, jetzt das, was wir gemacht haben, wir wollten jetzt ein bisschen Rücken machen zum Beispiel. Ja, also, ihr stellt euch leicht diagonal hin mit dem TX, macht die Arme lang, ja, und schön nach vorne rausstrecken und Schulterblättern hinten zusammenziehen. Also macht euch schön lang. Und let's go. Jetzt mache ich jetzt einen Impuls durchgängig. Ja, ich mache die Pause komplett aus und durchgängig arbeiten. Los geht's. Und schön ranziehen. Komm. Schön ziehen. Jetzt Handflächen zueinander. Komm, Handflächen zueinander und zusammenziehen. Zusammenziehen. Komm. Zueinander die ganze Zeit. Zueinander. Mach kein hohes Rudern. Und zieh mal jetzt unten lang. Unten lang Richtung Bauchnabel und zieh zusammen. Jawohl, sehr gut. Und kontrolliert runter. Bauch anspannen. Nicht überstrecken. Denk dran. Jawohl. Ja, so ist gut. Okay, die Position, guck mal, der Bizeps ist schon schön warm. Ja, jetzt machen wir was für den Bizeps. Jetzt machen wir die Arme lang, Handflächen zeigen nach oben. Und wir ziehen jetzt zu Stirn. Genau, und langsam kontrolliert runter und Bauch anspannen, nicht wieder. Jawohl. Genau, denkt dran, Jungs, dass der Bauch angespannt ist. Macht euch schön lang. Genau. Und ihr merkt ja jetzt, es ist komplett kontinuierlich, ohne eine Pause. Kann man schon, ja. Genau, schön ziehen. Okay. Und jetzt, ihr lasst die Arme lang, ihr dreht euch einmal so drum herum, sodass ihr zur Wand guckt. Okay, und schöne Liegestütze. So, das Gute ist ja zum Beispiel, wenn wir mit TX arbeiten, ja, dass wir die Möglichkeit haben, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anzupassen. Also, wenn es zu schwer ist, könnt ihr auch ein kleines Stückchen nach vorne kommen. Ja, jetzt machen die zum Beispiel was für die Brust. Ja, da wir gerade Rudern gemacht haben, um den Rücken ein bisschen zu stärken, konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen für die Vorderseite. Davor hatten wir noch ein bisschen was für den Bizeps gemacht. Ja, wichtig halt für die Männer. Ja, ein bisschen angepassteres Training, das, was nach den Wünschen entsprochen wird. So, Jungs, ihr wolltet ja ein bisschen was mit dem Tau machen, das werden wir jetzt auch tun. Und zwar machen wir jetzt ein bisschen Cardio. Das Coole ist ja an dem EMS, wir haben unterschiedliche Programme, die wir mittendrin wechseln können. Wir brauchen nicht wie bei anderen stationären Geräten Pause oder Ausschalten und alles von vornherein, sondern wir können mittendrin alles so programmieren bzw. so einstellen, wie wir Bock darauf haben. Das bedeutet, jetzt haben wir gerade eine Pause gemacht. Ich stelle alles um auf das Cardio. Das bedeutet, ihr werdet Vollgas geben. Ja, in der Pause sozusagen, wo die Cardio-Einheit ist, das ist ein ganz, ganz anderer Impuls. Und dann, wenn ich sage Stopp, spannt ihr nur einfach an. Okay.
Ja, also wirklich spannend. Eure Aufgabe wird einmal den Ball auf den Boden schmeißen, so doll ihr könnt, also wirklich Schmackes groß machen und mit Schmackes runter. Der andere ist dann hier dran und versucht wirklich nur am Tau, erstmal nur abwechselnd, schön gleichmäßig zu arbeiten. Wichtig ist, dass es eine Welle ist. Ich sag euch, wann es losgeht, und zwar genau in 10 Sekunden. Dann am Tau arbeiten und den Ball schön mit Schmackes auf den Boden schmeißen. In 3 Sekunden. 2, 1 und let's go! Komm, 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 Ball fangen, zack, 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 nehmen, zack und sofort hoch, sofort hoch. Mach dich groß, ja, weiter, weiter, weiter. Und Päuschen, wechseln bitte. 5 Sekunden, in 2, 1 und let's go! Mach dich groß und so doll du kannst. Mit Schmackes, die sollen dich unten im Parkhaus hören. Jawohl! Ja, zumindest drüben hören die dich jetzt. Sehr gut. 11. Armband. Nur noch 5. Komm, 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 komm. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und stopp. Gut, Pause. Im Normalfall, wenn wir sowas machen, ich mache das wirklich 4 Minuten. 4 Minuten, 4 Minuten 20, also 15 Minuten normales EMS-Training, zum Beispiel von drüben hier rüber oder am TX arbeiten, durch den Raum, teilweise sogar mit Kurzhanteln arbeiten wir auch. Auch hier am TX ganz, ganz viel gearbeitet. Die Leute nehmen auch wirklich die Langhanteln, meine Trainer. Oder die Trap Bar zum Beispiel, die nutzen alles. Alle Tools, die wir zur Verfügung haben, die werden einfach auch ganz normal für EMS genutzt. Was natürlich ein riesen Vorteil für uns ist, weil wir das viel, viel einfach mal vielfältiger gestalten können. Was ein riesen Unterschied zu anderen Studios ist, die auch EMS anbieten. Und dann wirklich, wenn es soweit ist, nach 15 Minuten bis 16 Minuten, wir wollen ein bisschen was für Herz-Kreislauf tun, machen wir halt wirklich das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das ist zum Beispiel Ball und Tau oder hier nochmal 2 Hütchen hinlegen und dann so schnell wie möglich hin und her 20 Sekunden mal Gas geben. Das sind halt sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr geiles Training, was wir da machen können. Ja? Habt ihr zum Beispiel Lust, bei uns mal vorbeizukommen, das coole EMS mal auszuprobieren und auch unsere Räumlichkeiten hier komplett mal zu sehen, mal in Action und euch natürlich dann auch mit damit, habt ihr die Möglichkeit, ja? Also schreibt uns, ruft uns an, wir sind auf jeden Fall immer hier für euch da.